Herzlich willkommen zum heutigen SG Index Check, präsentiert von der Societe Generale, und es begrüßt Sie René Berthet, Analyst und Trading Coach bei gottmotrader.de. Und wie Sie schon sehen, werfen wir heute einen Blick auf den IBEX 35. Der hat nämlich eine relativ spannende Chartkonstellation gestern ausgelöst. Man sieht es hier im Tagesschart sehr, sehr, sehr gut. Der Index ist über Wochen hin in einer Konsolidierung unterwegs gewesen. Auf der Oberseite waren 9.333 Punkte der entscheidende Widerstand. Auf der Unterseite war das nicht ganz so eindeutig. Im Grunde ging der Supportbereich bereits bei ca. 9.057 Punkten los und zog sich dann bis ja, gut 8.900 Punkte hin. Da haben wir dann im Juni das Tief gemacht und von dort aus im Grunde ja, wieder Druck nach oben gemacht, und gestern konnten wir den entscheidenden Widerstand nach oben durchbrechen. Das Ganze per Tagesschlusskurs, sodass die Range oder der Range-Ausbruch da auch zumindest schon mal bestätigt wurde. Heute kann die Bestätigung leider nicht weitergehen. Der Index kommt ein Stück zurück. Liegt sicherlich auch daran, dass wir in den USA heute nicht handeln. Von daher ist der allgemein meistens dann auch hierzulande oder bei uns in Europa meist ein relativ ruhiger Handelstag zu erwarten. Und das sehen wir dann auch im IBEX 35. Wäre natürlich toll gewesen, wenn man das Ganze heute gleich mit weiter anziehenden Notierungen bestätigen würde. Aber das ist halt auch eine gewisse Sondersituation. Von daher würde ich den aktuellen Rücksetzer nicht überbewerten. Analytisch betrachtet hat der Index damit endlich Chancen, wieder gen Norden durchzustarten. Das nächste Ziel oder der nächste Zielbereich liegt um 9.600 Punkte herum. Dort haben wir das Hoch vom April und damit dann auch das Jahreshoch. Das wäre die Möglichkeit, dort momentan hinzulaufen. Wichtig in meinen Augen, nach Möglichkeit nicht mehr zu tief in die alte Formation hineinzurutschen, zu tief zurückzusetzen. Wir haben in der Formation aber doch zumindest vom trendtechnischen Standpunkt her einigen Spielraum. Zuletzt hat man ja ausgehend von ca. 9.200 Punkten den Index gekauft. Also da darf man auch in diesem Bereich zurücksetzen, aber dort sollten die Käufer dann nach Möglichkeit ja wieder Druck machen, zurückkehren und den Aufwärtsmove in Richtung 9,6 wieder aufnehmen. Je tiefer wir in die Formation zurückfallen, desto problematischer wird das Ganze natürlich. Sollte es sogar zu einer kleinen Top-Bildung kommen, dann mutiert der Ausbruch nach oben zum Fehlausbruch, und ein Fehlausbruch auf der Long-Seite im großen Rahmen zieht dann oftmals einen Test der Gegenseite nach sich. Das heißt, wir müssen dann damit rechnen, dass 9.000 bzw. 8.900 Punkte angelaufen werden und damit dann hier die untere Range-Grenze getestet wird. Gleichzeitig steigt dann auch im Anschluss ein bisschen das Risiko, dass wir da nach unten durchstarten und nach unten durchfallen. Fehlausbruch oben, wie gesagt, häufig kommt es danach zu einem Test der anderen Seite. Momentan würde ich aber die Long-Seite favorisieren. Der Ausbruch sieht trotz der heutigen Rücksetzer relativ gut aus. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal im Stundenchart an, also im sehr kurzfristigen Bild. Hier ist das auch nochmal relativ gut zu erkennen, dass wir eben einen schönen Ausbruch haben mit mehreren Stundenkerzen bestätigt. Dass wir jetzt eigentlich nur zurücksetzen, einen Pullback machen und dass wir im Grunde ab 9.350 bis 9.300 Punkte schon die erste Unterstützungszone haben aus diesen Zwischenhochs. Dann sieht man auch sehr schön unseren Bereich um 9.2, auf dem ich im Tagesschart hingewiesen habe, dass das ein Unterstützungsbereich ist, von dem aus zuletzt immer wieder mal gekauft wurde. Das sieht man hier auch im Stundenchart sehr, sehr schön. Also haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten, dort wieder nach oben durchzustarten und das bullische Szenario umzusetzen. Und man sieht dann auch, wenn wir darunter zurückfallen, dann nehmen die Risiken für einen Fehlausbruch einfach spürbar zu und die Gefahr eben der bärischen Variante bzw. kurzfristig bärischen Variante steigt dann weiter an. Wir müssen dann mit dem Test der unteren Range-Begrenzung rechnen. Glücklicherweise, unabhängig von meiner Analyse, können Sie den IBEX natürlich auf beiden Seiten handeln. Auf der Long-Seite habe ich Ihnen das Zertifikat ST79RB mitgebracht, Open End natürlich, mit einem Hebel von momentan knapp 10, Basispreis und K.O.-Schwelle 8.457 Punkte. Und auf der Short-Seite, also für den Fall, dass Sie auf fallende Kurse spekulieren wollen, ist es die ST1 S3B, ebenfalls Open End, mit einem Hebel von ca. 10 und Basispreis bzw. K.O. momentan bei 10.267 Punkten. Ich wünsche Ihnen bei Ihren Trading-Entscheidungen wie immer viel Erfolg, gutes Gelingen, und ich freue mich auf morgen.